In seinen letzten Jahren agierte Friedrich I. noch eine Dimension größer. Er machte europäische Politik. Vor allem betrieb er mit diesen Ländern Heiratspolitik. Allerdings starben die meisten Kinder früh, nur 5 wurden erwachsen. Zu den Frühverstorbenen zählt auch der erste Sohn namens Friedrich. Danach erhielt der 3. Sohn des Kaisers, der zuerst auf den Namen Konrad getauft wurde, diesen Namen. Der zweitgeborene Heinrich war schon mit 3 Jahren 1169 zum König gewählt worden. Heinrich wurde mit einer normannischen Prinzessin aus dem Königreich Sizilien verheiratet. Er verband sich also mit ehemaligen Gegnern. 1189 starb der sizilianische König unerwartet ohne Erben, was Ansprüche ermöglichte. Zuvor schwor Friedrich I. zu Pfingsten 1188 in Mainz einen Kreuzzug abzuhalten. Der 2. Kreuzzug endete ja 1147-48 in einer Katastrophe. Ein neuer Kreuzzug musste also umso besser vorbereitet werden. Vor allem auch im Inneren. So wurde Heinrich der Löwe ein 2. Mal nach England verbannt. Barbarossa selbst musste der Anführer des Kreuzzugs sein, er musste ja seiner Ideologie als Weltenherrscher gerecht werden. Mitfahren durften nur jene Krieger, die militärisch trainiert waren und sich 2 Jahre aus eigenen Mitteln versorgen konnten. Am 11. Mai 1189 brach das Heer in Regensburg auf. Zeitgenössische Quellen berichten übertrieben von 100.000 Mann. Der freie Durchzug durch Byzanz war mit der Drohung verbunden, ansonsten Konstantinopel zu erobern. So gelangte das Heer über den Bosporus nach Kleinasien. Dort ertrank Friedrich I. am 11. Juni 1190 beim Baden im Fluss Salef. Das Heer zerfiel, Teile gelangten ins Heilige Land, Jerusalem konnte nicht erobert werden.